war halt auch nicht so eine einfache Verletzung, wo man halt jetzt sagen konnte, okay, ich komme auf jeden Fall wieder. Irgendwann habe ich aber so Schmerzen gehabt, dass ich dann halt irgendwann auch was sagen musste. Als ich dann so operiert werden musste, es ist wie so, man kann das so beschreiben, wie wenn man quasi so eine Kündigung auf den Tisch gelegt bekommt, von heute auf morgen. Nastassja Schunk hat mit ihren gerade einmal 20 Jahren schon einen kräftezehrenden Weg hinter sich, der hier bei der MTG Mannheim mit 5 Jahren für sie beginnt. Meine Mutter hat halt hier in der gleichen Straße quasi gearbeitet und mein Bruder hat dann auch hier schon Tennis gespielt. Und dann hat sich das einfach für mich angeboten und mir hat es von Anfang an Spaß gemacht. Ihre Mutter ist dabei ihr ständiger Wegbegleiter. Bis heute ist sie Nastassjas Konditionstrainerin. Wenn im Training nichts läuft, dann kann sie trotzdem raus auf den Platz und da sehr abgebrüht spielen und da ihr Limit abrufen. Aus den Kinderschuhen heraus entwickelt sich Nastassja Schunk mit 17 zum gefeierten Nachwuchsstar. Vor allem bei Wimbledon, bei den Junioren, also so als ich dann Halbfinale gespielt habe, habe ich dann auf einmal so viele Nachrichten auf mein Handy bekommen. Also ich kam dann vom Platz und es war so voll. Und der Hype geht weiter. Mit 18 steht sie zum ersten Mal im Hauptfeld eines Grand Slam Turniers, ihr bisher größtes Karrierehighlight. Weil ich halt da gegen Simona Halep, also die ja auch schon Grand Slams gewonnen hat, auf so einem großen Platz gespielt habe. Und sie spielt gut, sehr gut, nimmt der ehemaligen Nummer 1 der Welt bei den French Open sogar einen Satz ab. Schunk sorgt für Aufsehen, einen Monat später gelingt ihr der Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon. Der nächste Meilenstein für die damals 18-Jährige. Ihr letztes Spiel im Jahr 2022 absolviert die Altripperin im Oktober. Doch schon vorher macht ihr ihre Schulter Probleme. Es ist so passiert und ich dachte so, ja, ist nicht so schlimm und habe dann noch weitergespielt und habe auch erstmal gar nichts gesagt. Doch die Schmerzen werden zu stark, eine konservative Behandlung reicht nicht aus. Schunk muss kurz vor Weihnachten an der Schulter operiert werden. Ausfallzeit 5 Monate. Am Anfang war es halt sehr schwierig, aber weil ich halt auch wirklich gar nichts machen konnte und halt extrem eingeschränkt war und ja, sich alleine anziehen war dann halt schon schwer, weil ich meinen eigenen Arm mit eigener Kraft nicht mal mehr halten konnte. Während der Reha dann der nächste Schock. Aus 5 Monaten Turnierpause werden letztendlich über 12 Monate. Ich hatte mir dann noch die Bänder gerissen. Das war natürlich extrem unschön. Beim Konditionstraining knickt Schunk unglücklich um. Ans Aufgeben denkt die 20-Jährige aber nicht, auch wenn wichtige Sponsoren abspringen. Im Leistungssport geht es natürlich um Leistung und wenn man halt keine bringt, dann scheren sich die Leute natürlich auch nicht mehr so um einen. Jetzt egal, ob man jetzt halt wegen einer Verletzung raus ist. Doch Nastassja Schunk nimmt den Tennisschläger wieder in die Hand, arbeitet weiter an ihrem Spiel und kämpft sich zurück. Und wie? Einen Monat nach ihrem Comeback wird die Altripperin Mitte Dezember deutsche Meisterin. Ich habe halt so lange nicht gespielt, es war erst mein drittes Turnier und da ist es halt einfach schwer zu erwarten, so wie spiele ich und jedes Match ist irgendwie anders, deswegen habe ich das wirklich nicht erwartet. Und das hat mir halt selbst gezeigt, dass ich auf einem guten Weg bin. Die 20-Jährige will es allen beweisen und sich mit ihrer Willensstärke zurück in die Weltrangliste kämpfen. Schunk war schon einmal die 143 der Welt und an dieses Leistungsvermögen möchte die Tennisspielerin der MTG Mannheim am liebsten so schnell wie möglich wieder anknüpfen.